Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS22 Challenge Time Projekt mit den lieben Kontrahenten Matze. Hallihallo, servus. Dem einzigartigen Micha. Hallo. Und dem sprachgewandten, höchstverletzten Valhalla. Hallo. Ja, weiter geht's. Attacke auf in die 37. Folge. Genau. 38. Ja. Mhm. Hab ich doch gesagt, Mensch. Wer bietet mehr? Aber schön, dass wir Valhalla haben, da passt wenigstens auf. Genau. Wenigstens einer von uns. Genau. Danke, Anstaltsleitung. Danke, dass ich das super mache. Da war ein Baum. Da sollte ich nicht reinfahren. So. Das ist schön. Kalken muss ich nicht. Oh. Bin rausgetappt. Ich nix kalken. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich hab einfach losgekalkt. Ja, weil du es von klassischen Farbmengen wahrscheinlich so kennst, oder? Ja. Das ist doch scheiße. Ja, das, genau das ist es. Ach. Naja. So, was soll's. Geld. Wo war jetzt Feld 10? Bei mir. Muss ich wieder zum Simmatzer? Mir nicht. Das wird eine Weltreise. Welchen Monat haben wir? Im März? Bei dir bin ich fertig. Ja. Mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Ja, ich weiß. Ach, der Baum kann jetzt weggemacht werden. Feld 27, ne? Ach so, immer noch, ja. Machen wir dann. Ja. Nee, ich hab's dir nochmal Bescheid gegeben, weil ich gerade mit dem Auftrag da fertig wurde. Ich glaube, stand auch nicht im Discord, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich hab's ja auch noch nicht fertig gehabt, den Auftrag. Alles gut. Stimmt ja, ich muss ja das Feld kaufen. Genau. Oder man geht mit dem Map-Object-Hider dran. Da musst du gar nichts machen. Dass man den Mod mit drauf nimmt. Alles gut. Zu viele Skripte sind jetzt so nie gut. Ach, Micha hat genug Skripte, glaube ich, auf seinen Projekten. Ja. Solange, also es kommt drauf an, wie die Skripte, wenn das jetzt, also wie so der Map-Object-Hider, geht das, ne? Ist das überhaupt gar kein Problem. Weil der ist dann nur aktiv, wenn er in dem Moment genutzt wird. Anders sieht es aus bei Skripten, die eine Synchronisation vom Server mit den Spielern erfordert und so weiter. Da muss man ein bisschen Obacht geben, aber ansonsten. Was sehe ich denn an? Keine Ahnung. Ich weiß, eine Hose und ein T-Shirt? Nee, was ich ansehe, nicht anziehe. Ich habe dich schon verstanden. Das weiß ich selber auch hier noch nicht. Irgendwas Strohiges wieder. Der macht ja alle Stroh. auch Kartoffeln? Nee, das nicht. Das nicht. Also, ne? Ich glaube sogar Mais, wenn du Mais erntest, kriegst du auch Stroh. So, das waren jetzt drei Folgen, hatte ich jetzt den Drescher gehabt. Micha, du hast vorhin gesagt, drei Folgen, das geht ja. Was drei Folgen? Ja, drei Folgen hast du vorhin gesagt. Mhm. Ja, ich hatte das jetzt nur aufgeschrieben. Ich hatte das noch nicht aufgeschrieben gehabt.
Fall, ne? Ah, freuen sich aber die Rehe, dass ich hier den hier lang fahre. Ups. Ey, dieses Güllefass hier hinter dem Traktor sieht irgendwie ein bisschen verloren aus in dem 1050. Hm. Naja, wenn man auch so rumrollen muss mit dem 1050 und dann kein Geld mehr für ein vernünftiges Güllefass hat. Alter Verwalter! 12.000 für die Reparatur, die hat doch einen Sinn, ey. Na, ich brauche ja kein Riesenfass, ich gehe damit ja nicht aufs Feld. Ach, du machst kein Riesenfass auf? Mhm. Nee, mach ich nicht. Brauche ich nicht. Willst du nicht? Hast du nichts mit am Hut? Genau. Nee, ich glaube, ich mache noch was anderes. Also ich kann jetzt da Gerste drauf machen. Ach Mann. Doch, müsste gehen. So stapelt man neuerdings Paletten, hätte ich jetzt fast gesagt. Shit, ich dachte, das funktioniert. Aber mir fehlt da ein Frontgewicht. So, auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Zwischen der 9. Komm ich die noch so angehoben? Ja. So, für irgendetwas muss das Ding ja gut sein, ne? Oh, das ist ja schön. Was ist schön? Na super, das kann ich dann schon vergessen, den Auftrag. Weil? Weil hier, glaube ich, mitten auf dem Feld ein Baum steht. Weil die was? Weil hier mitten auf dem Feld ein Baum steht, glaube ich. Ja und? Mach doch drumherum, wenn es mitten auf dem Feld ist. Ah ja. Nee, ich sah nur so von weitem aus. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Ich sah gerade von weitem, als ob dein Baum mitten drauf stand. Oh, muss gepflückt werden. Viel Spaß. L10.
Hey, was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Das artet hier schon wieder eine Hektik aus. Wie Werbung schon wieder. Ach so, bei dir? Mein Bot sagt ja jetzt Bescheid. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Geht das hier nicht? Was? Ich kann meinen Güllefass nicht. Ach. Och nee. Oh nein. Ich komme an meine Gülle nicht ran. Wieso nicht? Weil ich immer in den Träger von die Gärrechte reinkomme. Hast du zu nah gesetzt quasi. Feld 86. Ach Krümel, du hast es ja echt toll, ne? Du liegst hier auf meinem Schoß und genießt es, ja. Scheiße, ich komme genau in diesen blöden Trägerpunkt von der Gärreste rein. Ah, okay. Dann müssen wir es halt so machen. Mach doch nicht sowas. Doch. Ups. Da war eine Bordsteinkante. Diese frechen Bordsteinkanten, wie sehen denn meine Kühe aus? Rund und fett. Jetzt ging gerade Licht an. So. Bei dir im Hof? Ja, bei mir im Hof. Das bedeutet, wir haben nicht mehr viel, ne? Zeit. So, schauen wir mal, jetzt kommen wir ein paar Missionen rein. War ja klar. Ich habe keine Arbeit. Musst du grubbern gehen. Geh grubbern. Geh doch mal grubbern. Ich wollte gerade singen. Kleiner Matze. Gibt den winzigen Grubber? Ne. Geh doch grubbern, bleib nicht hier. Muss ich ja erst investieren. Kannst ja auch ein Gerät ausleihen. Kannst ja auch einen Grubber bei mir
Ich habe einen Grubber sogar liegen. Habe ich jetzt gerade gesehen. 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter. Hm. Batman? Das, oh nee, Batman, hier liegt schon Krümel, das wird nichts. Also ich kann jetzt nicht mehr. Oh, Batman, jetzt sehe ich nichts mehr. Tja, sie sind Katzen. Ich hasse Katzen, ich hasse Katzen. Batman, hier liegt Krümel. Geh weiter. Krümel, da kommt Batman. Oh. Ja, einmal Batman. Oh. So, Katze, komm, geh. No. Die Katzen haben randaliert, so wie sie es anhörte. Ja, Batman ist abgerutscht. Hm. Der wollte auf die Fensterbank und musste natürlich über meinen Schreibtisch laufen, ne? Und natürlich erstmal vor dem Bildschirm stehen bleiben. Und jetzt hat er irgendwas rumgedrückt und. Ah, Kabel hat er runtergerissen. Okay. Aber der ist normalerweise super vorsichtig, was sowas angeht. Normalerweise. Da als Krümel ganz anders. Da müssen die Sachen Platz machen, bevor sie Platz macht. Richtig. Huch. Also diese Rampe, ne? Eine Augenweide. Also wer die gebaut hat, der dem gehört der Ingenieurspreis 2023. 23? Ich dachte 24. Nee, war ja schon letztes Jahr. Nee, wurde ja letztes Jahr gebaut. Ach so. Darum ja 23. Also der Vergangenheit ziemlich schon. Wie haben wir den jetzt drin? Bring da noch ein bisschen was rein. Boah. 20 Uhr spulen wir, ne? Ja. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wann aber die. 19 Uhr geht die Brücke hoch. Genau, also können wir ab 19 Uhr rein theoretisch spulen, oder? Achso, ihr werdet ja beschissen wegen den Feldern, aber euch. Was? Wegen die Felder bei euch. Ihr müsst ja noch was machen, oder? Noch etwas, ne? So. Hui! Also ich weiß nicht, wie das bei Micha aussieht. Meiner ist jetzt gerade noch am Flügen. Wartet mal. Es dauert noch ein bisschen, bevor er fertig ist mit Flügen. Ich habe jetzt aber 86er. Gut, Flügen ist das, halt, ist das dein Feld oder ein Missionsfeld? Das ist mein Feld. Ja gut, aber Flügen ist ja egal, ist ja kein Ansehen. Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Deswegen, also juckt es dich jetzt, nee, wenn wir auf 60 spulen würden, quasi. Wäre es ja egal. Ist denn die während der Ansaat? Nee, also meinetwegen können wir um 19 Uhr schon spulen, wenn die Brücken hochgehen. Gut. Was sagt Valhalla? Ich bin mal wegen spulen. Ich habe nichts Besonderes vor. Okay. Okay. Aber was? Auf 60 war es, ne? Ja. Mhm. Auf 60. So. Ja, das schaffe ich auch noch bis dahin. Mit dem Spiel fertig zu sein. Das ist ja gut. So, das. Ja, falsche Taste. Nö. Oh, holt mich hier raus. Ich bin ein Traktor. Ja.
Sollte mir hier irgendwelche Pfosten mal hinstellen, dass ich die Ausfahrt sehe. So, das war ja jetzt, welches Feld war denn das jetzt? 74 war Missionsfeld. 74. Ach, ich glaube, ich werde demnächst deswegen meinen Chat engagieren. Dem Bot beibringen, dass er Notizen speichern soll auf meinem Rechner und dann kann der Chat dann notieren, was ich gemacht habe. Gut, da wird dann oder was du noch machen musst. Oder was ich noch machen muss. Genau. Hat doch schon Vorteil, wenn man genug Leute hat, ne? So. Hat man ja schon, wenn man einen Chat hat, bringt das viel. Wenn die Überblick ja, verliert. Die Frage ist ja, ob sie es dann machen, ne? Das ist ja. Ja, das ist ich kann deinen Chat nicht einschätzen. Ja, die machen es, aber die werden mich ja wahrscheinlich nicht das Richtige dann aufschreiben. Ja, so Anpflanzen von Dackeln und so weiter. Oder Gummibärenbäume. Gummibären. Genau, das war auch mein Gedanke. Die singenden Sanitäter. Oh nee, Hilfe. Oh. Warum habe ich denn eigentlich hier stehen lassen? Bin ich denn doof? Die Brücken sind jetzt oben, ne? Jetzt müssten sie oben sein. Ja. Scheiße. Ich habe den Ladewagen bei mir auf den Hof gestellt, weil ich dachte, das wäre meiner, aber der gehört ja dem Lohnunternehmen. Oh. Matze, du kannst spulen. Ich kann spulen? Na, dann spule ich. Ja, schon 19 Uhr, ne? Mhm. Oh. So. Was haben wir denn noch? Hoch? Ist das dunkel? Ja, wird gerade ganz schön duster, ne? Aber so was von. Man könnte meinen, es wird Nacht. Was habe ich denn alles auf meinen Feldern angepflanzt? So. Wer so sagt, weiß nicht weiter. Wahrscheinlich jetzt auch vorbei. Nee, noch nicht ganz. Nee. Noch nicht ganz. Es sind noch 2 Minuten. Stimmt. So gar nicht auf die Zeit geachtet. Ja, was soll ich denn die Woche noch machen? Arbeiten. Ja, sein können, dass du jetzt Urlaub noch hast. Diese Woche, dann habe ich, glaube ich, eine Woche Urlaub. Nee, ich habe jetzt noch 2 Wochen, wo ich noch machen muss. Und dann, also, wir nehmen ja am 15. nochmal auf. Aha. Und am 16. bin ich dann für 4 Tage in England. Und dann fahre ich von Sonntagnacht bis Freitag, glaube ich, in Skiurlaub. Ja. Wieso I? Nee. Oh, der starke Bauer ist noch an. Hat noch ihn da einer nicht ausgemacht? Kann sein, dass ich es war. Ich hatte den gar nicht angemacht. Wieder aus. Scharf. Wir grubbern jetzt hier mal scharf.
So, Dennis. Oder Herr Sinnfrei. Ja, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut doch bei der nächsten Folge vorbei, damit ihr nichts verpasst. Die anderen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut doch bei denen vorbei. Lasst ein Like da, damit ihr keine Folge verpasst. Ich glaube, das hat man jetzt doppelt, ist aber auch egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Challenge Time. Ich sage tschüss und ciao, ciao. Tschüss. Das war aber schön jetzt.